willkommen aus dem sonnigen Oberhausen in Bayern. Hier vom MFC Oberhausen beim 11. internationalen Warbird-Treffen. Und dieses Warbird-Treffen ist eine feste Institution in der gesamten Warbird-Szene. Und wir haben hier Gäste aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Italien. Und ein regelmäßiges Treffen findet eigentlich alle 2 Jahre statt, war jetzt Corona-bedingt ausgesetzt. Und es ist richtig voll hier, also ich drehe mich einmal mit euch. Wir befinden uns hier auf der Zufahrt gerade hinten. Und wir haben viele Tagesgäste da, aber auch ganz viele Camper hinten. Und viele Piloten sind am Donnerstag schon angereist, genau wie wir. Wir waren dann am Freitagmorgen da. Der Freitag war ein bisschen verregnet, aber abends riss dann der Himmel auf, es konnte noch ein bisschen geflogen werden. Und heute ist traumhaftes Wetter, also der Wind steht genau auf der Bahn. Und ja, besser könnten die Bedingungen hier eigentlich nicht sein. Die Moderation, wie immer, sensationell von Knut Huck. Und an Flugzeugen haben wir dabei unsere 2 Ki 43. Wir haben die Hangar 9 OV-10 Bronco dabei für Dämmerungsflug abends. Und was ganz Besonderes, besonders für Paul, ist der Flug mit Klaus Herold und seiner Focke Wulf 190. Weil die beiden nämlich 2019 war das, damals mit der Zero und der Wildcat von Klaus zusammen geflogen sind. Und ja, seitdem ist es für die beiden was ganz Besonderes. Ja, ich gehe mit der Kamera ein bisschen rum. Ich probiere das für euch ein bisschen festzuhalten, was hier stattfindet. Und dann geht's jetzt an die Flightline. Durchstand, richtige Reaktion. Wir sind gleich dran. Der Wind hat inzwischen ein bisschen nachgelassen. Richtig gut, der steht immer noch genau auf der Bahn. Die beiden Ki 43 stehen in der Schlange. Und wir freuen uns drauf. Ich mache diesmal die GoPro auf die Kappe, dann seht ihr auch ein bisschen was vom Flug. Und ja, dann geht's gleich los. Bis gleich. Ja, ne? In die Mitte, Start freigegeben. Stell mich links hin.
Ja, geh drüber. Gerade, 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 gerade. Jetzt geh in deine Ecke. So, dreh ein. Anlauf. 3, 2, 1, hoch. Gerade. In die Ecke. Okay, also beim Überflug jetzt, ne? Sehr gut. Und hoch. Und rolle jetzt. Auf der anderen Seite auch. Lass Gas drin, lass Gas drin. Okay, Verfahrenskurve, da in der Ecke. Ja, ja. Ja, genau. Alles gut. Unten. Genau, mehr Gas, mehr Gas. Genau, jetzt kannst du runterziehen und dann wieder Schleppgas reinschieben. Genau, perfekt. Genau. Voll reingepfeffert. Ich hab die kurz gerade gesehen, wie ich mich umlande. Weil, echt, da war vor meine Haare. Ist durch eine Hohlwelle, also die Antriebswelle vom vorderen Motor ist eine Hohlwelle und der zweite Motor sitzt dahinter und hat die Antriebswelle durch die Hohlwelle des vorderen Motors und somit können
beide Motoren gegenläufig laufen und gegenläufig die Propeller anpassen, antreiben. So, unser Andi ist im Endanflug. Und er ist auch bekannt für sehr sanfte Landungen. Aber ich glaube, wir haben die Landebahn schon. So, aus dem Sinkflug heraus, aus großer Höhe, flog der Dieter über den Platz, macht eine Verfahrenskurve und landet die D-Hunter-Reihe. Super Saber. Ich laufe jetzt auf die Bahn ein. Nee. Paul geht ein bisschen tiefer. Das passt. Problem ist, die Steigung der Propeller müsste natürlich unterschiedlich sein. Der hintere Propeller hat schon eine wesentlich schneller fließende Luft bekommt, die der vordere Propeller nicht hat. Niederschweiber. Die DR1 von Herrn Schlumbach. Ich darf kurz mal aufsetzen. Ja, zieh auf Doppel- bzw. Dreidecker-Lauf. So, das Treffen in Oberhausen neigt sich dem Ende. Es waren super viele verschiedene Modelle in der Luft. Der Wind flaute am Ende noch stark ab und es konnte viel geflogen werden. Wir haben Weltkrieg 1 Flieger gesehen, wir haben ein paar Jets gesehen, wir haben alle möglichen Warbirds gesehen. Und ja, momentan werden noch ein paar Xiaomis geflogen hier in der Abenddämmerung. Ich werde jetzt noch eine Runde mit der Bronco drehen und dann werden wir auch abbauen und am morgigen Tag dann nach Hause fahren, weil wir halt den ganzen Tag im Auto sitzen. Morgen ist hier noch Flugtag, also wer Lust hat, sollte sich das merken. Also das Treffen hat 2 Tage, einmal das Warbird-Treffen, einmal den Showflugtag am Sonntag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Now
Sag mal einen Timer, Paul. Was sagt mein Timer? Eine Minute 40.